Jo, immer gleich weiter im Text. Viel zu tun, viel zu tun. Ich hätte gerne da eine Kiste. Shift rechts, Shift links. Ich hätte gerne Ärmchen rein, ich hätte gerne Ärmchen raus. Und ich hätte gerne so eine Kiste noch. So, damit wird das jetzt auch schon fertig. Ja. Gut. Noch mehr Stahl. Lauter fliegende Roboter. Und alle sind ausgelastet. Aber jetzt halt nur, weil sie kurz das ganze Zeug dahin bringen müssen. Ding. Ich mal. Sind immer noch alle am Fliegen? Ja, bring auch noch weiter Eisen. Wie hoch habe ich dich eingestellt? Ach, 200. Ja, okay, das könnte eine Weile dauern. Bis sich das beruhigt? Oder das beruhigt sich gar nicht? Ja, immer noch alle. Komm, mach mal voll hier. So, 200. Wie schaut's jetzt aus? Okay. Kann ich das nur irgendwie schönreden? Warum bringt ihr immer noch Eisen? Achso, weil es euer Auftrag war. Mein Reinlegen wird von euch vollkommen ignoriert. Okay, und jetzt haben die Ersten wieder nichts zu tun. Ja, okay. Ich hoffe, dass... Ja, es pendelt sich wieder ein. Okay, das heißt, Roboter sind alle so gut es geht ausgelastet. Und wir haben einen guten Puffer, falls wir noch irgendwas mehr automatisieren wollen. Wie zum Beispiel hier blaue Kisten. Das wäre der nächste Punkt, richtig? Blau, Puffer, blau, Puffer, blau, Puffer, blau. Shift rechts, Shift links. Boiler hatte ich gebaut. Jupp. Ein bisschen vorbereiten hier. Du musst weg. Du musst weg. Ihr müsst weg. Ihr müsst umgedreht werden. Ja, ist alles ein bisschen komisch jetzt hier. Warte mal. Die konnten weg. Steinkiste ist unter den blauen Kisten. Steinkiste unter den blauen Kisten da. Das heißt, da bräuchte ich noch eine rote. Da bräuchte ich noch eine blaue. Genau, du legst rein, du legst da. Was? Fahr noch ein Kohle, okay. Hier wird dann der Stein reingelegt. Wir bräuchten jetzt aber noch zwei Liquid-Händler. Das dauert noch ein bisschen, bis sie da sind. Ich teile mal kurz die restlichen Ressourcen, die ich hier habe. Warte mal, hier sind keine Ärmchen. Mitnehmen. Hier sind wieder Ärmchen. Okay. Jetzt Fabriken. Ich wollte ganz viele Fabriken bauen. Hier. Da, da. Und zwar... Also eigentlich habe ich das Ganze jetzt langsam ein bisschen sortiert. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür schon die Zeit und Ressourcen über habe. Naja, komm, mach erstmal die wichtigen Sachen. Schön machen können wir später immer noch. Also du machst bitte hier und da. Du produzierst bitte... Rohre. Ja. Kriegst hier auch gleich Pollution-Module. Du produzierst bitte... Fabriken, die Fabriken bauen? Nein, wir wollten eigentlich diese Zwischenteile hier, das da zum Beispiel. Haben wir schon Holz? Nee, ich denke Holz haben wir... Gleich. Ich muss erstmal Holz herstellen. So, du stellst Holz hier, aber nur zu ganz bestimmten Bedingungen, die wir jetzt einstellen müssen. Und noch eine rote Kiste bauen. Gut, das heißt, du hättest gerne Holz. 50 Stück ist okay. So, dann eine intelligente Kiste. Die intelligente Kiste nimmt nur... Achso, wir sollten erst den If-Befehl eingeben und dann erst Wasser nehmen soll. Nur wenn im System weniger Holz ist als 200, dann nimmst du Holz. Achso, rauslegen. Genau, also er nimmt jetzt so lange Holz und tut es da rein, bis wir
mehr als 200 Holzplanken haben. Okay. Und dann kommt hier unten die nächste Kiste hin, damit die schön lange Flugwege haben. Und du hättest gerne Holzplanken. 50 Stück. Und du tust die hier nur rein, wenn im System weniger als, keine Ahnung, 50 Rotorblätter sind. Dann nimmst du, was fallen die jetzt wieder hier? Holzplanken. Du tust sie da rein und du stellst dann Rotorblätter her. Dafür brauchst du auch noch Stein und Iron Sticks. Also hättest du noch gerne Stein. Nicht so viel, 50 reichen. Und Iron Sticks ist da. 20. Ich brauche noch eine Iron Stick Fabrik. Ist ein bisschen albern, aber na gut. So, Fabriken, restliche hier hin. Ja, ich würde schon sagen, das Ding müssen wir dann später umplatzieren, aber das ist kein Problem. Achso, Robo-Abdeckung ist hier gegeben auf der linken Seite, das ist sehr schön. Ja, ich brauche mehr Kisten. Aber dank der Roboter werde ich ja schön versorgt mit allem. Ach, ist das schön. So, dann machen wir hier nämlich eine Stickfabrik. Du stellst Metallsticks her. Das ist eine sehr ehrenhafte Aufgabe. Dafür kriegst du unten rot. Oben, So. Du hättest gerne Eisenplatten, aber nicht 500, sondern nur 20. Weil wir werden das nicht so wirklich häufig brauchen. Ah, beschränken. Jedes Mal, wenn du so eine verdammte Kiste baust, beschränk sie. Du müsstest eigentlich automatisch beschränkt sein, oder? Beschränk die mal so. Eigentlich müsst ihr doch aufhören, Holz reinzutun, wenn wir mehr als 200 haben. Wie viel Holz haben wir im System? Achso, 194 haben wir im System. 198, 200. Jetzt müsst ihr aufhören. Und er hört auf. Ach, sehr schön. So, dich beschränken wir auch. Du hättest gerne Eisenplatten. 50 Stück. Legst rein, legst raus. Bist beschränkt. Alles gut, wir brauchen mehr Pollution-Module. Also Cleaning-Module. Jedes Mal, wenn ich Pollution-Module sage, sind es immer Cleaning-Module. Das dauert noch eine ganze Zeit, bis wir absichtlich Smog generieren wollen. Ich denke, dann brauchen wir nicht mehr Module. Die nehmen wir einfach überall alle Module raus und gut ist. So, Licht da. Was noch? Also wir haben jetzt die Rotorblätter. Die Rotoren selber fehlen noch. Achso, und du hast keine... So, beschränken, da, tu das, dahin. Du arbeitest nur, wenn wir weniger als 50 haben. Ich weiß gar nicht, wie hoch die stacken. Gucken wir gleich mal. Dir fehlt nix. Wenn wir weniger als 50 Rotorblades haben, nimm Holz, tu rein. Holz ist drin, Sticks sind nicht drin. Ach so. Du nimmst alles andere nicht. Okay, dann nimm bitte auch Sticks und nimm bitte auch Stein, wenn unter 50 da sind. Jetzt klappt das. Okay, hier, Module. Gut, Blunt Blades. Schön. Mehr Kisten. Und ich sollte nebenbei was forschen. Grüne Tränke sind voll und staunen sich. Nimm mal die da raus. Tu die mal da rein. Ja, sind jetzt nicht so super viele, aber hier werden auch jeweils 20 sein. Also 200 haben wir hier schon drin. Und 600 oder so hier. Also 1000 haben wir. Das ist okay. Also forschen. Forsch bitte. Nein. Forsch bitte bessere Pumpen. Und Small Pump MK2. Das klingt auch gut.
Gates klingen allerdings auch gut. Bessere Kisten, besserer Roboport. Blei, ganz viel Blei, nein. Besseren Mining Drill. Den könnte ich richtig gut gebrauchen, um schnell das Tin vor der Haustür wegzubauen. Mit der Mining Speed 1,25. Und geht richtig schnell. Ja, komm, mach mal. Das gönnen wir uns. Du stellst jetzt bitte her. Dum, 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 dum. Crude Rotor. Aber du brauchst eine Menge Zeug. Und das da. Ja, also Eisenplatten, Kupferplatten, Bluntblade und Steinzahnräder. Gut. Kupferplatten. Eisenplatten. Kupferplatten. Die Blades und Steinzahnräder waren das, ne? Das sind auch Intermediaries da. 20 Steinzahnräder, 20 davon. Da mache ich kein intelligentes Ärmchen, ich beschränke es einfach auf ein Stack. Das heißt, wir haben gleich ein Stack von den Crude Rotors. Das heißt, ich mache jetzt mal so, bitte gib mir Crude Rotors, es werden 50 sein. Dass ich davon 50 immer im Inventar habe, um irgendwas zu craften. Ja, mal gucken. Ja, ist ein guter Anfang. Mit Automatisierung und so. Was sagen Roboter? Alle ausgelastet. Ja, wir sollten jetzt unsere Ressourcen schnappen und in den nicht so gut entwickelten Bereich unserer Basis gehen. Da unten nämlich, was noch nicht angeschlossen ist. Und da ein bisschen Ressourcen verteilen. Währenddessen bauen wir einen davon und schnapp dir mal mehr Stahl. Alles her damit, her damit, her damit, her damit. Reicht das für noch einen? Ja, sehr schön. Wir könnten jetzt noch einen zweiten bauen. Und damit sind auf jeden Fall alle Roboter ausgelastet, wenn ich die erstmal anschließe. Hier. Oh Mist, stopp, bau den nicht. Bau bitte Requester-Chests. Provider-Chests hier unten hin. So, du requestest jetzt die Rohre, die oben hergestellt werden. Hier. 20 Stück davon. Was brauchst du noch? Stahl und Iron Wheels. Okay, Stahl kriegst du richtig wenig. Das kannst du knicken, dass du da einen großen Puffer bekommst. Und Iron Wheels sind Intermediaries, davon kriegst du auch nur, ja, 10 oder so. Gut, das heißt, du brauchst nur noch einen Anschluss. Dann tust du das hier rein. Du bekommst dann die, die dir oben hergestellt werden. Die fallen hier drunter. Dann brauchst du auch noch grüne Chips und rote Chips, glaube ich. Aber bei weitem nicht so viele. Wie viel brauchst du? Ach, du brauchst ja keine roten Chips. Umso besser. Weg damit. Rote brauchen 2. Also ja, 20 sind okay. Gut, dann kommt das alles hier rein. Und dann haben wir hier die fertigen roten Engines. Die werden beschränkt auf ein Stack. Was mehr als genug ist. So, Anschluss. Roboport. Natürlich passt es ganz knapp nicht. Was ist, wenn ich das so mache? Das geht. Haha, sehr schön. Jo, tricksen wir das System einfach mal aus. Zack. Kein Strom, kein gar nichts. Ich hätte gerne viel mehr davon. Wusel, 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 wusel. Und die ganzen Vorbereitungen, die ich jetzt hier mache, sind dafür da, Skynet zu bauen. Damit wir uns nicht darum kümmern müssen, micromanagement-mäßig immer wieder mehr Roboter zu bauen. Warum? Was? Hast du das gerade gesehen? Die sind alle angehalten und sind in die andere Richtung geflogen. Okay. Nicht irritieren lassen. Die riechen Angst. Okay. So. Da. Da. So, hier ist es. Was? Das ist auch um eine Höhe falsch?
Ja, sehr schön. Nicht nur, dass es um einen nach Osten falsch ist, auch um einen nach Nord-Süd falsch. Das ist... Ja, Hauptsache der Komplex da ist in Ordnung. So, dann gehen wir mal hier runter. Dahin und geh dann zu dem da. Sobald du genug Stahl hast. Und ich hatte schon mal am Anfang angemerkt, dass mit den Substations ist eine schöne Sache. Und das neue Substation-Muster gefällt mir auch wesentlich besser als das mit den mittleren Poles. Aber es frisst halt doch ganz schön viel Ressourcen. So, 2er Mining Drills sind machbar. 3er Mining Drills. Bräuchten jetzt schon Good Frames und Rotoren. Statt dem anderen sind dafür aber auch doppelt so schnell. Ja, nö. Erstmal nicht. Combat Robots. Die Blaupausen. Kosten nicht viel, sind schnell gemacht. Go. 2 Substations reichen nicht, um da hinzukommen. Haben wir hier noch so ein bisschen was am Stahl? Klein bisschen, ja. Wobei ich das Ding echt abreißen sollte, das sieht doof aus. Aber die zwei kommen halt noch nicht hinterher. Wobei ich sagen muss, ich expandiere momentan auch ganz viel, was jetzt mehr Maschinen angeht und Öfen und was weiß ich. Wenn ich kurz ein bisschen weniger mache, dann sollten die auch hier nach und nach im Puffer sich ansammeln. Bauen noch 2 davon. 4 könnten reichen, oder? Na, mal gucken. Du da. Okay. Es hätten auch die 2 gereicht. Gut, der lädt auf und wir haben jetzt hier einen Anschluss. Das heißt, es werden jetzt 50 Rote davon hergestellt. Wir brauchen also nur noch eine Fabrik, die die Frames herstellt und eine Fabrik, die die Roboter selber herstellt. Also Skynet.